Hallo, mein Name ist Timo Balbach und ich möchte euch heute mal wieder ein ganz besonderes Möbelstück vorstellen. Wir haben hier einen Wiedermeier Aufsatzsekretär in Mahagoni, gefertigt in der Zeit um 1820 bis 1830 im norddeutschen Raum, wahrscheinlich in Schleswig-Holstein. Von außen betrachtet eine schlichte, klare Wiedermeier Formensprache, die auch die typischen für die Zeit gebräuchlichen Elemente enthält, wie beispielsweise ein gespiegeltes Furnierbild. Man sieht, auf der rechten Seite ist das Furnierbild genauso wie auf der linken Seite. Dazu haben wir korinthische Säulen, die gerne im Wiedermeier verwendet wurden, ebonisierte Leisten und einen geraden Kopfabschluss. Öffnet man den Zylinderverschluss, so gibt der Sekretär seine wahre Schönheit preis. Eine herausziehbare Schreibplatte. Und auch für die heutige Zeit sehr praktisch eine aufstellbare Schreibfläche. Links und rechts davon befindet sich jeweils ein Schubfach, wo damals Tintenfässchen, Briefpapiere und Ähnliches gelagert wurden. Wir haben hier Schubladen in vielen verschiedenen Größen, mit Facheinteilung und ohne Facheinteilung. Im mittleren Bereich eine Türe, hinter der zu öffnen zwei offene Fächer sich befinden, die man wiederum herausziehen kann, und dahinter befinden sich drei Geheimschubladen. Schiebt man die Fläche wieder etwas herein, so kann man weitere Schubladen öffnen, die sich hier im äußeren Bereich befinden. Im oberen Bereich wieder eine sehr schöne Intarsienarbeit, darstellend altgriechische Szenen. Hinter der mittleren Tür zwei kleine Schublädchen und wiederum zwei versteckte Schubladen, die über einen geheimen Sprungfedermechanismus zu öffnen sind. Und wenn einem das noch nicht geheim genug ist, dann kann man auch einfach diese Schublade verwenden. Sehr schön ist es, dieses Möbelstück einfach als Stehpult zu benutzen. In diesem Zustand wird der Blick des Betrachters direkt auf das wunderschöne mittlere Gefach gelenkt. Diese ganzen kleinen Schubladen sind ja alle gut und schön und geben dem Möbelstück auch einen gewissen Charakter, aber ein Möbelstück muss in erster Linie praktisch sein. Praktisch ist dieses Möbelstück. Zwei große Fächer, ein weiteres großes Fach im oberen Bereich und drei große Schubladen unten. So kann man in diesem Möbelstück auch einiges unterbekommen. Ja, das ist unser norddeutscher Aufsatzsekretär, ein sogenannter Seemöbel.